Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einer Runde Skywars. Ich muss das Ganze relativ schnell starten. Mit dem Attentäter-Kit. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja mal so eine, wie ungespielt das jetzt auch macht. Jetzt soll keine Nachmache sein. Vielleicht kann ich ja auch einfach mal so eine kleine, ich sag mal nicht Kit-Serie, sondern einfach alle Kits, die ich habe, vorstellen. Es kommen ab und zu immer welche dazu, weil bei mir ist das Ziel, alle Kits zu haben. Ich spiele Skywars recht oft. Nicht zu oft, aber schon oft. Ja, also vielleicht mache ich da einfach mal eine Kit-Serie, keine Ahnung. Kann man sich immer überraschen lassen, ob ich dazu Lust habe. Weil Skywars macht mir momentan sehr viel Spaß, bloß muss ich dann halt auch gucken, weil ich will ja auch immer eine gute Runde hinkriegen. Ja, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, aber ich weiß ja nicht, das ist nämlich so ein Abfucker-Map. Die kann man, wenn man sich eine Schaufel baut, Schneebälle abbauen, also Schneeblöcke abbauen logischerweise und dann bekommt man dadurch Schneebälle. Und ja, also das ist schon echt OP. Ja, ich habe gerade nur eine YouTube-Nachricht bekommen. Ich dachte, das wäre eine WhatsApp-Nachricht, deswegen habe ich gerade ganz kurz da drauf geguckt. So. Kann man nur ein bisschen reparieren, weil Skywars ist die Haltbarkeit auf diese reduziert oder noch ein bisschen höher, glaube ich. Ja, es gibt einen Bug, womit man die voll machen kann, das Feuerzeug, aber den will ich euch nicht zeigen und den benutze ich persönlich auch gar nicht richtig. Und ja. Ja, kann ja mal auch mal meine ich kann ja auch meine Schaufel bauen und dann auch mal ein bisschen Schnee abbauen, weil ja, das ist schon echt OP und wer das nicht macht, der ist auch schon, kann man sagen, im Nachteil, weil bei dieser Map muss man abfacken. Wenn ich jetzt wüsste, es wird niemand abfacken, dann würde ich natürlich auch nicht abfacken, aber hier fucken genug Leute ab, deswegen gehe ich lieber kein Risiko ein. Deswegen, ja, ich hasse persönlich Schneebälle, so wie dieser Dude. Oh, das war mega knapp. Leute, habt ihr das gesehen? Ja, natürlich habt ihr es gesehen. Wenn nicht, dann spult einfach zurück. So, wir machen uns mal noch mal eine Angel. Ich weiß nicht, das bringt jetzt zwar nicht so viel, weil wir ja schon Schneebälle haben, aber sicher ist sicher. Machen wir einfach mal trotzdem. Man muss hier echt abfacken bei dieser Map. Ich will zwar nicht abfacken, weil ich auch kein Freund vom Abfacken mit Schneewellen bin. Ich hasse das persönlich, aber das macht hier leider jeder. Naja. Ich gehe lieber wieder hier hin, ganz kurz. Und ja, die Schneebälle reichen jetzt. Scheiß drauf, ich baue keine neuen mehr. Die reichen eigentlich dicke. Dann baue ich mir hier so eine Wand, damit ich nicht wieder das Risiko wie gerade eingehe. So, okay, jetzt habe ich auch schon wieder keine Blöcke mehr. Dann tue ich hier den Tracker rein und gucken wir mal, wie das Ganze wird, die Runde. Ja, hier kann sich alles entscheiden bei dieser Runde, weil, keine Ahnung, hier ist. Hä? Warum treffen wir den denn nicht? Leute, bin ich behindert? Ah, jetzt. Jetzt, okay. Keine Ahnung. Wir haben ihn gerade einfach nicht getroffen. Frag mich nicht warum. Ich bin auch nicht der Meister im Schneeballen werfen. Schneeball werfen. So. Wir haben jetzt auch kaum Blöcke. Das ist halt unser Problem. Ja, hier haben wir nochmal drei Steine. Hier haben wir schon wieder gar nichts. Aber wir haben relativ nice Equip. Also hatten wir echt Glück bei den Chests. Das habe ich so gut wie nie eigentlich. Ja, ist halt jetzt nur die Frage. Wir können jetzt nicht auf Kills gehen, weil das ist zu risky. Da sterben wir eigentlich direkt. Haben wir schon safe tot eigentlich. Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Tracker brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der Bar. Drei Steine sind jetzt auch nicht das Wahre. Ich weiß nicht, Leute. Der hat sich hier so einen blöden Glas-Dings gebaut, so dass man ihn kaum treffen kann. Ja, es ist einfach risky, diese Map. Und ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt machen kann. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich das abgebaut. Jetzt haben wir Wasser, lol. Nein. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Ja, ich muss jetzt mal einen Plan überlegen, weil Holz abbauen geht natürlich auch, aber es ist nicht so effektiv. Wenn es jetzt hier Holzstämme gäbe, wäre es vielleicht noch halbwegs effektiv, aber so ist es jetzt auch nicht so effektiv. Naja, ich weiß nicht. Es leben ja auch noch sehr, sehr viele Spieler dafür, dass es nur eine 8. Runde ist. Leben jetzt noch 6 Spieler. Ja, der Typ fuckt aus der Mitte ab. Also ist eigentlich no Chance, weil er trifft uns locker aus der Mitte, aus der Entfernung.
So, er trifft uns locker. Ich habe jetzt nur meine drei Steine geplaced oder zwei Steine geplaced. Ja, ich weiß echt nicht, was wir jetzt machen können. Ja, wir können jetzt natürlich auf Risky gehen. Ah, wir haben ihn nicht runterdroppen können, weil ich zu schlecht bin im Werfen. Naja. Der war echt jetzt hier ein bisschen risky frisky unterwegs. Hätten wir jetzt noch ein paar Blöcke. Ich baue jetzt einfach welche ab, Leute. Ist mir jetzt sowas von scheißegal. Der baut sich hier auch schon welche ab, fleißig. Oh, der wird zum Gejagten, aber ich weiß nicht, ob es. Ja, okay, jetzt wollte der mal ein bisschen abfacken. Kein Problem. Bauen wir uns jetzt einfach hier welche ab. Ist jetzt ein bisschen doof, aber wir haben einfach keine Blöcke. Natürlich gut, dass wir Gear haben, aber wir brauchen auch Blöcke, sonst bringt uns das Ganze ja nichts. Oder wir müssen halt auf die Gegner warten, aber es kann lange dauern, bis sich hier jemand traut. Es hat sich jetzt einmal jemand getraut, aber ob sich der Rest traut. Keine Ahnung, wir haben auch keine Axt oder so. Nebelschlacht, ja, leider. Oh, der hat mich gesehen. Ich wusste, nee, doch nicht, der hat mich gar nicht gesehen. Der ist ein bisschen zu blöd. Jetzt hat er mich gesehen, scheiße. Ich hätte schnell rüberrennen sollen. Ah, der hat auch Schneebälle. Ich traue mich einfach nicht. Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon rüberrennen können, aber es bringt es nicht. Ja, notfalls nehme ich hier noch so ein paar. Ja, bringt dir nichts, Bro. Ach komm. Oh, fuckt einfach ab. Ich meine, die Spinnweben sind jetzt schon gut geplaced, aber. Oh, ich treffe den einfach nicht. Wie scheiße bin ich eigentlich im Werfen? Oh, scheiße. Das war knapp. Naja, dafür ist es eine lustige Schneeballrunde, auch wenn hier viel abgefuckt wird. Er soll aufhören mit seinen. Den hatte ich schon mal in einer Runde. Das ist so ein kleiner Schneeballabfucker. Alles klar. GG, vor allem wenn er selber runterspringt. Hä? Habe ich den getroffen? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ihn noch mit der Angel noch getroffen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Sonst wird es vielleicht nur gezählt, weil ich ihn zuletzt getroffen habe. Naja. Ein wenig dumm, aber machst du nichts. Ich habe jetzt auch keine Sachen. Ich habe seine Sachen einfach auch nicht bekommen. Es wäre jetzt ein cooler Kampf gewesen für euch und fürs Video, aber gab's leider nichts. Ja, aber es leben noch drei Spieler. Geht also eigentlich klar von den Kills her. Weiß nur nicht, ob. Ich habe halt keine Blöcke, ne? Das ist halt dieses riesige Problem. Er dachte wahrscheinlich, der könnte noch darüber springen, aber ist ein bisschen zu weit. Ich weiß nicht, ich kann jetzt einen Block holen. Oder zwei. Kann ich dann irgendwie versuchen, zur Mitte zu bauen oder zum Außenring zumindest. Aber ich weiß nicht, jetzt habe ich natürlich zwei von verschiedenen Sorten. Ist natürlich nice. Oh, ich dachte, da wäre nichts. Ich habe schon gerade einen kleinen Schock bekommen. Kleiner Schockmoment. So, zack. Und jetzt, das müsste ich schaffen. Komm! Ja, nice. Jetzt bin ich natürlich hier zum Gejagten. Oder werde natürlich hier zum Gejagten. Ich weiß nicht, hoffentlich überlebe ich das Ganze. So, gehen wir mal lieber hier hin. Oh, das war knapp. Okay, er flüchtet. Naja, wir konnten unsere Rüstung leider nicht einsetzen, aber ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht, wenn wir ihn vielleicht runterdroppen können. Komm. 101 ohne Schuss.
Schneebälle. Ich tippe gerade etwas langsam. Schnee. Okay. Ja. Ich kann gerade nicht tippen, weil ich zu dumm bin. Und der reagiert nicht drauf, dieser der gute alte Hendrik. Weiß nicht, was er genau vorhat. Er rennt einfach von Insel zu Insel, anstatt dass er sagt, okay, und er macht das einfach nicht. Ich meine, ich würde es jetzt ja auch nicht machen. Ah, okay. Er will's doch. Ich dachte, er lässt sich vielleicht drauf ein und macht's doch nicht, aber er hat schon wie seine scheiß Dinger in der Hand. Leider keine. Ist hier noch was drin? Hier sind noch Blöcke drin, das habe ich ganz vergessen nachzugucken. Oh, hier ist ja noch mega viel drin. Okay, das ist nice. Dann kann ich ja hier. Hab alle weggeworfen. Der eh nicht. Ja, okay, ich werf's jetzt nicht weg, aber ich würde es jetzt auch nicht machen. Komm. Komm, geh down. Geh down, Junge. Oh. Oh. GG. Alter. Das war echt Luck. Das war echt Luck, aber ich habe ihn auch besser getroffen, meiner Meinung nach. Okay. Wie viel Coins habe ich jetzt eigentlich? Oh, ich kann mir ein neues Kit gönnen. Ja. Lustige Runde auf jeden Fall. Schneeballschlacht, dann habe ich noch am Ende gewonnen. Das ist nice. Ja. Ich wollte eigentlich noch was in diesem Video ansprechen, das habe ich jetzt komplett vergessen. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Runde Kursgehen hinten dran. Die werde ich jetzt höchstwahrscheinlich eh failen, weil ich kann keine Runde einfach so aufnehmen, wo ich dann eigentlich wirklich gewinne. Es kann sein, dass ich mit Glück gewinne, aber ich gehe davon immer nicht aus. Weil Kursgehen ist schon echt schwer wegen dem Abschaum und so. Aber ich wollte euch ganz kurz noch was sagen und das habe ich ganz vergessen in dieser Runde, weil die schon recht anspannend war mit den Schneebällen und so. Ja, ich wollte euch wenigstens fragen, sagen, dass ich es nicht mehr geschafft habe, Part 3 von Star Wars, von der Star Wars Beta aufzunehmen. Ich weiß, ich bin ein Dummkopf. Ich habe den Part gelöscht, den letzten. Ich habe ihn halt schon mal aufgenommen. Ich habe halt alles am Stück aufgenommen. Ja, aber ich habe den halt gelöscht, weil ich so extrem gefailt habe. Und ja, ich dachte aber, die Beta geht noch länger. Wollte dann auf einen anderen Tag verschieben. Und was ist? Die ging natürlich nicht länger. Und nice. Nice. Also, da habe ich es dezent verkackt. Sorry an dieser Stelle an euch, aber kann ich jetzt ja nicht mehr ändern. Ich meine, kann jetzt nicht irgendwie die Zeit zurückstellen und dann irgendwie meinen Fehler wieder gut machen. Aber naja, wir essen jetzt einfach mal den Goldapfel, weil ich Bock drauf habe. Und es leben gar nicht mal so viele Spieler. Ich verstehe es gar nicht, warum das jetzt so schnell ging. Normalerweise geht doch eine Kursrunde wenigstens, ich sag mal, langsamer. Okay, gegen den werden wir failen. Aber der ist low, glaube ich. Wir können jetzt auf ihn gehen. Ja, also sorry auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich bringe jetzt kurz das Thema zu Ende. Sorry an dieser Stelle dafür, dass ich das verkackt habe. Aber naja, ich denke, ihr habt das meiste gesehen von der Beta. Sonst guckt euch einfach weitere Videos an, wenn ihr das von Hoth sehen wollt. Ja, ich bin Dummkopf, tut mir leid, aber naja. Kann man jetzt nichts machen. Jetzt hat das mit Let's Play zwar nur zwei Parts, aber geht jetzt auch klar, finde ich. Und ich wusste einfach, dass es diese Dings sein wird. Nice, bin ich erstmal runtergefallen. Es leben noch vier Spieler. Ich dachte, es leben noch drei Spieler. Lol. Okay. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Nice, den haben wir erstmal abgestaubt. Nice. Guter Turn-on. Okay, wir stellen uns gar nicht mal so schlecht an für unser Equip. Oh.
Da haben wir ihn gekillt. Beziehungsweise wir haben ihn nicht richtig gekillt, aber wir haben einen der letzten Hits gemacht. Wir haben zwar leider den Kill nicht bekommen. Rag. Ja, fragen wir mal, ob wir raggen. Ob er uns raggen lässt oder ob wir ihn uns einander, besser sagt, raggen lassen. Bist du voll? Okay, go. Ah, er hat doch keinen Goldapfel gesnackt. Ich dachte erst, aber. Okay. So. Okay, nice. Er hat natürlich jetzt das Eisenschwert. Da haben wir natürlich die Arschkarte, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch. So. Okay. Naja, ich hätte eigentlich jetzt schon Go gemacht. Er hätte mich auch angreifen können in der Zeit, wo ich Equip rausgesucht habe. Aber. Naja, egal. Weil ich habe erst später gesehen, dass noch Equip lag. Er hätte mich natürlich die ganze Zeit angreifen können. Das wäre jetzt auch nicht unfair gewesen oder so. Hätte ich auch nichts gesagt. Und wir werden eh verkacken. Okay, das war mega dumm. Er muss sich auch angreifen, ne? Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ja, er hat ein besseres Schwert, ne? Aber war eine ganz lustige Runde zum Schluss. GG. Und ja, also das wollte ich euch nur sagen. Ich bin ein Dummkopf. Aber naja, die erste Skywars-Runde war auch ganz lustig. War jetzt ein etwas längerer Part Minecraft. Aber ich hoffe, euch hat euch gefallen. Dafür kam jetzt lange Zeit kein Minecraft. Dafür dann mal ein etwas längerer Part. Ja, weiß nicht, ob ihr bis zum Ende geschaut habt. Aber ja, trotzdem cool, dass ihr reingeschaltet habt. Und ja, lasst doch gerne mal ein Like da. Oder ein Abo, ja, oder ein Kommentar sogar, weil Kommentare freuen mich eigentlich am meisten, kann man schon sagen. Ja, Likes auch und Abos natürlich auch. Aber Kommentare finde ich echt am coolsten, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall haut rein und ciao, Leute.